Sonst bekommst du nicht hin. Und meine, ich bin irgendwie gerade gehässig. Nein, ich will nicht gehässig sein, sorry. Mach mal. So, wie geht's denn jetzt denn jetzt? Guck mal, hier ist ein Hotdog schon, ich möchte gerne Hotdog. Und herzlich willkommen zurück hier zu GTA Online. Und ich sehe, ich habe hier falsche Einstellungen. Wir sind hier bei einer Level Agent zu 25% bewertet. Und im Hintergrund seht ihr den guten alten Chemic Ficker. Hallöchen. So, warte. Du hast doch im Spiel Chemic Ficker. Ja, aber trotzdem. Okay. Pascal. Ich weiß ja auch, wie du heißt. Das ist nicht. Aber du heißt im Spiel Chemic Ficker. Hast du jetzt gewettet oder nicht? Also ich habe nicht gewettet. Ja, ich konnte gar nicht wetten. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, also ich kann so viel sagen, ich habe die Level Agent schon mal gespielt, aber nur zu einem gewissen Punkt, muss ich auch sagen. Weil das ist schwer, aber wir wollen jetzt einfach versuchen. Wow, ich habe erstmal keinen Vorgeschlag. Ich schon. Wo bist du denn jetzt schon? Wieso ist hier eine Rampe? Pascal, die Map soll auch am Anfang ein bisschen verwirren, das kann ich dir sagen. Ja. Ich kann dir sonst auch bei einigen Punkten helfen. Und ich warte auch gleich. Du musst da Mini rüber machen. Und zum Beispiel, ich muss jetzt hier die Rampe nutzen, so wuhu! Und soll bis dahin kommen. Aber mit dem Anschluss oder mit den der Rampe. Ich ja, schon. Ja, den hast du jetzt schon. Ja. Mit dem Ansprung ist das never passiert. Wie soll ich denn hier durchkommen? Da ist rechts, da rechts kannst du durchfahren. Oh ja, stimmt. Rückgekränge, ein bisschen anlaufen. Ja, das ist die nächste Karte gewesen. Ihr müsst wissen, wir haben gerade ein Stück an 1 Uhr nachts. Wie soll man. Lol. Ich bin da gleich mal drauf gedampft. Ja, aber ich muss noch viel weiter. Ja, ich will jetzt von da. Wenn man es mit der Rampe nicht schafft, kann man auch die einfachen Level Asian Tricks nehmen. Brauchst du hier gerade rausnehmen? Hier oben warte ich mal auf dich. Weil jetzt gleich möchte ich mal deine Reaktion wissen. Bei dem Punkt saß ich, als ich die das erste Mal gespielt habe, und das ist natürlich auch das einzige Mal, ich habe sie nur einmal gespielt, saß ich eine halbe Stunde, ehe ich kapiert habe, dass man den Punkt anders holen muss. Ich bin einfach mal gleich gespannt, was du dazu denkst. Ich werde ein bisschen mehr Anspruch holen. Ihr müsst mal Pascal sehen, wie die ganze Zeit nur dagegen die Ecke fährt. Oh, das tut jetzt nie. Ja, ich bin aber auch zentral. Dein Problem ist, du solltest vielleicht dich erstmal. Ich komme mal runter. Ich finde, du solltest dich erstmal wirklich ausrichten. War schon. Ich hab den auf einmal. Lol. Mach dir erstmal schön den Zaun kaputt. Ja, warte, komm mal. So, fahr mal voraus. Wir haben Verkehr auch natürlich angemacht, weil es gibt hier einen Punkt, als ich die das erste Mal gespielt habe, das ist Never Possible. Und Pascal hat schon den Fehler gemacht. Der Motorrad war einfach. Denn, ich sag dir jetzt, wie man den Punkt nicht kommt. Weil ich bin auch die ganze Zeit auf die Rampe, nämlich, kannst du mir fahren? Ganz einfach. Weil das ist eine Level Agent, da kann ich dir am Anfang noch richtig. Ja, mit der Rampe ist mir klar, dass man das damit nicht schafft. Ja, weil das ist zu weit weg. Und das geht nur mit diesem Geleit, sag ich mal. Aber der ist auch überhaupt nicht nur möglich aus so einer Distanz. Auch noch raus? Ja, die Treppe auch noch raus. So. Und dann, hier nicht runterfallen, ist vorsichtig. Oh. Ja. Weil hier müssen wir von hier Anschwung nehmen. Hey, wie machst du das? Du musst einfach. Nicht Handbremse, sondern normale Bremse. Okay. So, jetzt müsstest du wieder bei ihm. Genau. So, dann, genau. Nein. Klatsch. Aber von dir geht das jedenfalls. Hallo, ich will, dass GG.
das ist immer dieser. Ja, jetzt kommst du erstmal wieder oben. Ja, ja. Das ist immer dieser Vorführeffekt, kennst du den? Ja. Da, ich weiß, wie es geht und versuch's trotzdem. Boing. Ich frage mich ja, wie viel lang wir für die Level Asian brauchen. Ich habe erstmal einen seitlichen Platz. Ja, du kannst auch einfach. Ah, oh, nee, den Zug nehmen. Kann man aber nicht mit dem Motorrad, dann müsstest du Haftbomben benutzen. Ja, aber du musst auch nicht jetzt rumfahren. Ja, okay. Hab ich gerade ernsthaft den? Ja, hast du. Ja, easy, jetzt habe ich den Punkt. Muss ein bisschen stärker Wheelie ziehen. Gebe ich dir mal als Tipp, mein Guter. So. Lange ich hier erstmal den Punkt und. Hä, ich komm da immer noch nicht drauf. Was? Hm. Das Kletter. Ah ne, guck, Kletter kann man nicht. Das ist ja auch. Doch, kann man. Ich kenne das auch. Ja, wie bist du denn jetzt hier? Soll ich nochmal zurückkommen und dir das nochmal zeigen? Ich muss, du musst doch mich mal richtig auf das Haus. Du musst einfach nur die obere Kante treffen. Ja. Die treffen wir nicht. Ich überlege, ob ich jetzt auf dich warten soll, weil hier sind jetzt auch Punkte, wo ich lange überlegen musste. Deswegen. Mir ist es egal, du kannst mir so oder so helfen, weil mein Monitor oder mein Fernseher steht sowieso. Das stimmt. Oder sag einfach Bescheid, wenn du das immer noch nicht. Also, ich gebe dir nur den Tipp, jetzt bist du oben. Dreh dich erstmal, verbiss da an die Ecke ran, drück eben Handbremse gedrückt, dass du beides machst, dann fährst du an und drückst nicht zu stark, wie dass du nicht runterfällst, aber stark. Wie dass du die Kante berührst. Wenn es viel früher ein bisschen mehr Wheelie zu wissen. Alter, ich hab schon stark Wheelie gezogen. Weil du musst wirklich nur die obere Kante treffen. Ja, ja. Du weißt, was ich auch finde, ich jetzt schon lange. Nee, alles gut. Falls du es hinbekommst. Ja. Naja, also, da geht das noch ganz lang. Du, bis hierhin ist es nur ein Punkt. Zwischen. Nee, okay, du musst zwei Punkte, drei Punkte einsammeln. Warte, jetzt kann ich mich auf das Auto lassen. Pascal, ich gebe dir mal einen Tipp. Wähl eine Waffe aus, ziel kurz und dann werde ich versuchen abzuspringen. Waffe auswählen? Ja, oder genau so. Gut. Aber wir hatten es ja gesehen, wie man den Punkt bekommt. Also das ist auch wirklich so eine haarige Angelegenheit einfach nur. Und jetzt noch über den Zaun. Ja, das ist einfach. Das ist aber einfach. Merke ich. So. Nein! 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 Ich bin erst wieder ganz runtergefallen. Ah, ich weiß nicht. Kann ich hier nochmal hochfahren? Und ihr seht hier einen, der die ganze Zeit gegen die Wand fällt. Ach ja, da möchte ich gerne auf Kommentare reagieren, die ich in einem Video von GTA mal gelesen habe, was ich ein bisschen komisch fand. Also, klar, ich bin jetzt auch nicht der beste YouTuber, ich mache das alles hobbymäßig natürlich. Ich bin jetzt kein, keine Ahnung, wie soll ich jetzt nennen, Gronkh oder andere große YouTuber halt, die. Abgesehen vom viel Geld gewinnen, so, auch noch eben mehr Zuschauerzahlen haben, natürlich mehr Abonnenten, aber ich möchte halt auf Kommentare reagieren, die ich gelesen habe, und zwar, dass manche meinen, was für eine schlechte Bildqualität. Ja, ich habe eine Elgato und das hängt aber auch damit. Das ist nicht euer Ernst, ey. Warum kann ich nicht langsam fahren? Und das hängt, ja, willst du sagen? Ja, das hängt halt damit zusammen, dass der Elgato mehr auf das Xbox eingestellt ist. Richtig. Ja. Es könnte mit dem PS3 klappen, aber dafür brauche ich halt diesen. Was war das denn? So ein Adapter war das, oder? So ein Splitter. Nee, das war für dein Mikro noch vielleicht. Ach ja, das war das. Fährst du hin? Ja.
Weiß ich nicht, ich muss jetzt mal gucken, wie du. Komm zu mir, du musst hier lang. Du musst hier lang. Ich bin hier. Oh, ich bin hier. Kannst du da hinten? Ja, ich sehe schon. Ich will das gerade. Ja, okay, ich sehe. Du musst hier hoch. Da bist du schon wieder. Das Ding ist, ich bin jetzt einfach die Gips jetzt schnell und einfach zu zögerlich irgendwie. Keine Ahnung. Also, liebe Zuschauer, ihr merkt auch, wenn wir über Xbox irgendwie was spielen, zum Beispiel jetzt, Fallout. Genau, Fallout 3 oder halt auch FIFA, dann merkt ihr, da ist es halt wirklich eine bessere Qualität. Richtig. So, das liegt aber nicht an uns, das liegt einfach an der Programmierung von der Elgato, weil die einfach mehr auf der Xbox eingestellt wurde. Richtig. Früher war die Elgato nämlich nur für Xbox, und die auch gebraucht. Lass mich gerade auf die Karte. So, und dann folgt mir mal hier lang. Ich warte sonst gerne auch auf dich. Ist ja kein Ding. Wir machen Teamwork, Pascal. Ja. Wir sind Freunde, die sich helfen. Das war klar. Ja. Weil mir ist es ja auch eben passiert, hast du ja gesehen, dass ich runtergefallen bin. So, und jetzt kommst. Wir müssen dir den Punkt holen. So, ja. Das Ding ist, man könnte es vielleicht, wenn man Whisky ist, mit einem Sprung an der Wand schaffen. Ja, ich sehe schon. So, das Ding ist, ich hab die auch schon mal gespielt. Von da aus. Hier. Ja. Wenn man da halt so hinspringt, so wie wir es ja gemacht haben, auf eine Seite, schafft man es nicht von der Seite nach dahin. Das heißt, die einzige Möglichkeit auf legalen Weg, sag ich mal, und eben ohne Cheating, ist halt eben mit Motorrad zu versuchen. Aber hier ist halt eine Leiter. Und von da aus kann man mit dem Motorrad weitermachen. So, und das machen wir jetzt einfach, weil ich will es nicht riskieren. Ja. Zum einen, und ich finde, mit dem Controller ist es auch viel schwieriger. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe noch nie GTA 5 auf dem Computer gespielt. Achso, ja, ich auch nicht, aber wenn ich das einfach so höre. Und jetzt die ganze Scheiße in die Alten gefunden. Ja, wir müssen jetzt hier. Nein, ich hab gerade schon in den Kopf daran. Jetzt müssen wir hier halt vorsichtig erstmal vorbei. Jetzt gleich müssen wir. Alter, so ein Stück an der Kasse vorbei. Genau. Jetzt haben wir hier den Punkt und jetzt kommt hier ein Weitsprung, da müssen wir uns hier ausrichten, weil hier sind auf beiden Seiten. Leute, erstmal runterfallen. Titi. Ah ja, ich sehe schon. Und da sind Bänke und dann müssen wir halt uns richtig investieren und den Punkt bekommen. Lol. Ich bleib einfach an der Bank hängen und schneid auf den Punkt. Was jetzt wird begangen? Titi. Ja, ah, genau das ist mir auch. Ich hab nicht Wheelie gezogen. Leute, wie ich da liege. Ich chill ja erstmal ein. Ich chill mit dem Joint, ne? Oh ja. Wir rauchen nicht. Doch, ich rauche. Aber nur Tabak. Alter, ich. Du hast es gesehen, oder? Ja. Ach, so früh schon Wheelie ziehen. Ja, ja. Dann. Lol. So, und jetzt kommt der Punkt, von dem ich dir erzählt habe. Wo hast du ungefähr Wheelie gezogen? Keine Ahnung, ab der Hälfte. Ja. Ja. Aber ich bin auch nicht zu schnell, weil wenn du Wheelie ziehst und dann kommt man auch gleich hin, siehst du? Oh, oh, genau auf die Kante. So, jetzt pass mal auf. Jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich lange gesessen habe. Und wir können. Warum falle ich die ganze Zeit hin? Und wir können uns theoretisch einen Jet holen. Ich kann jetzt mal schauen, wie viele Punkte haben wir. 18 von 54. So, jetzt kommt. Jetzt können wir uns gleich ein Jet holen. Oder wir versuchen es, aber es wird mega schwer, weil es ist hier sehr hügelig und diesen Punkt zu bekommen, das finde ich sehr schwer. Ach Quatsch. Pass auf. Oh, da machst du noch einen kleinen Ticken zu viel. Das ist immer bei mir. Bei all meinen Tries, die ich auch damals schon hatte, habe ich es nicht geschafft. Nein! Aber nein! Ja, in der Rampe. Wow. GG. Ich wäre nicht gestorben bei der Landung. Das Ding ist, es ist einfach schwer, erstmal auf die Rampe zuzufahren. Lol. Also für mich ist es schwer. Oder ich finde es zumindest schwer. Wer weiß, vielleicht kriegst du da ja. Genau, oh, wie bei mir. Genau wie bei mir. Aber ich lande im Wasser. Das stimmt. Alter, ich lebe noch mit zu wenig, Alter. Mit einem Millimeter vielleicht.
glaube, der Trick ist einfach, noch schneller zu sein, wenn man schon vorher Rubik zieht. Siehst du, ich bin nämlich schon echt nah dran. Wie früh ziehst du denn den Rubik? Schon bevor das dann rückgängig wird. Ich richte mich komplett am Anfang aus, betraue einfach, dass ich komplett wow. fahre. Ja. Warte! Ich bin voll auf den Stein! Der ist voll auf den Stein, auf den Stein. Leute, ich starte nochmal viel weiter. Ihr guckt, ich ziehe einfach hier schon Rüben. Und. Nö. Ja. Ja, bei dir gar nicht mal jetzt so knapp, aber das ist die ganze Zeit bei uns beiden. Ja. So. Deswegen, also da fehlt wirklich nur diese Millimeter mit Windschatten, könnte man es hinbekommen. Ja. Oh! War jetzt schon Rüben? Nee, vergiss es. Leute. Ich würde mir gerne mal Windschatten von dir holen, wenn du nichts dagegen hast. Einfach nur ein Try. Einfach mal ein Try. Aber ich glaube, es wird auch schwer mit Windschatten. Weil es ist so hügelig. Warte, erstmal muss das nicht mehr. Okay. Blick ich noch bei dir? Schau mal. Warum blick ich noch bei dir? Jetzt nicht mehr. Okay, das. Oder willst du dir Schwindschatten holen? Nee, komm. Okay, und go. Nein, nimm die Rampe! Oh Mann! Ich hab's aber auch nicht mehr. Bam! Voll auf die Boden! Ich werd's gerne nochmal versuchen, um Eggs zu sein. Ja, sonst lass mich bei dir den Schatten. Okay. Ich bin nicht gut. Warte. Ja. Warte, ich schon mal im Turnier. Du klickst auch noch bei mir. Okay. 2, 2, 1, go. Na, ich bin zu früh gestartet, oder? Nee, ich kann nicht hinterher. Okay. Oh! Das war bei dir wirklich knapp. Hast du noch Windschatten irgendwie bekommen? Nee, ich hab mich einfach runtergedrückt. Damit fährt man auch schneller. Eigentlich ist doch Wheelie viel besser. Ja, ich duck mich hier. Und dann kurz vor der Rampe einfach Wheelie ziehen. Okay, dass ich sowas einfach nicht unterlegen. Weiß nicht mal hier. Ja. Weil so kannst du dich noch justieren. Und dann kurz davor so. Okay, lass mich. Na, das war jetzt ein schlechter Fall von dir. Ja. Voll auf dem Stein gelandet. Aber weißt ja, wie ich das meine. Weil durch beides wirst du ja schneller. Das Ding ist, es sind einfach, sag ich mal, so in etwa 1-2 Meter. Nicht mal, das ist ein halber Meter, nicht mal. Ja, ein Meter würde ich schon sagen. Nee, das ist kein Meter. Sonst lass einfach hier zum Mini-Base rüber und uns einen Jetting. Willst du dich noch ein bisschen versuchen? Nee. Lass mich sonst noch einmal von dir Windschatten holen. Also ich will einmal einen vernünftigen Try mit Windschatten von dir versuchen. Und dann können wir sonst nach... Duck dich aber auch nach vorne und dann kurz davor wiegen. So mache okay. ich das jetzt auch. Du blinkst leider noch bei mir. Ein bisschen vor- und rückwärts fahren vielleicht mal eben bei dir. Sonst blinkst du noch die ganze Zeit bei mir. Okay. 3, 2, 1, go. Und Schatten? Shit. Ah. Komm, lass sagen, bis Minute 20 versuchen wir es. Und dann holen wir uns sonst einen Jet. Lass uns sonst einfach noch ein bisschen versuchen, ein bisschen experimentieren. Weil ich möchte nicht einfach schon so aufgeben. Das ist zu geben. Oh, wieder neben der Rampe. GG. Leute, ich hab Felsen aufgeklatscht drin. Ich bin einfach kopfüber ins Wasser. Ja, was? Ich wollte schwimmen. Pascal will schwimmen gehen. Pascal, der Bademeister. Ich war wieder neben der Rampe. Das gibt's ja nicht. Ja, ich bin schief aufgekommen auf der Rampe. Bam, voll gegen Stein. Ich finde, ich werde sie mit dem Stein beziehen. Das Ding ist ja, die Rampe vielleicht nur ein wenig höher,
oder ein bisschen nach hinten versetzt, könnte man es mit der Technik in der Luft, die man sieht, schaffen. Aber weil die Rampe flach geht, ja, ist das. Och, aber auch abgerutscht. Wie viele Leute gleichzeitig respawnen? Schade, ich hab wirklich keine Wünsche. Also ich weiß ja nicht, was du jetzt machst. Ich will mir zum Job. Also ich warte noch 40 Sekunden. Ja, okay, dann versuch du einfach, ich warte hier, dann können wir uns gemeinsam. Also, lass mich doch einmal bitte von den Windschatten holen. Kannst du es auch gern schon losfahren? Also irgendein Trick muss es ja dabei geben, ja, aber das Ding ist einfach, die Rampe geht so flach und dann ist es schwer, nach oben noch mehr zu kommen. Also meiner Meinung nach könnte es wirklich nur mit Windschatten gehen, aber auch das ist, sind um diese Millimeter. Wieder bei dir ins Wasser fällt. GG. Das war jetzt schon 2015. Zeit aber von dieser Treiber. Okay. Ja. Ich finde es schade, weil ich würde es gerne ohne Cheating machen, ja, um ehrlich zu sein. Aber da habe ich ja auch schon damals bei meinem ersten Try halt, musste ich, okay, ich wollte nicht cheaten, aber da hing ich halt lange. Da war ich aber auch schon bei einer Stunde, weil ich da nicht, wow, weil ich da nicht wusste, ey, guck mal, sind wir beide ja fast gleich auf der Straße. Ja, warte, ich bremse mal ein bisschen ab. So, wenn wir jetzt ein Rennen. Lol. Wenn wir jetzt ein Rennen zum. Nee, das nicht. Ich wollte halt nur einen anderen fahren. Achso. Ja, okay, dann fahre ich jetzt auch wieder. Ja, kommst du. Nur diese Biker, weißt du, die auf deutschen Autobahn. Wenn deutsche Biker sind. Lol. Erst mal Slalom fahren. Das ist eigentlich. Das. Ich mir jetzt mal hier Windschatten hoch. Alter, ich will nicht nur schnell sein. Das ist mega krass. Mega krass. Oh. Alter, dann wird man so überschnell, wenn man sich Windschatten holt. Dann wird es so überschnell. Das ist bei Nippen. Nein. Ich hab's gesehen. Nein. Zum Glück bin ich nicht gestorben. Lol. Was war das bei dir? Der hat mich ohne Scheiß nur mit seinem hinteren Radkasten getroffen und ich flieg voll runter. Gott. Sitzt du auch wieder drauf? Ja, warte, ich muss mal. War das dieser Wagen hier? Warte. Nee, das war ein Geländewagen da vorne. Zeig mir mal welcher. Hast du dir das gemerkt, hast du es nicht selber gemerkt? Was ist der hier? Nee. Nein? Nee. Das war glaube ich so ein Messer oder so. Okay. Ist aber auch eigentlich. Nee, ich will den Kerl zur Strecke bringen. Der ist schon weg. Den hier. War gerade wieder kurz in den Südschein. Alter, das ist so übelst einfach. Das Witzige ist, bei Nippen erklärt, wenn du da lange. Ist das der hier? Nee. Wenn du da lange genug im Windschatten fährst, dann hast du Nitro. Stimmt. Aber so richtig übertrieben ist Nitro. Fährst du hier vorne lang, weil sonst kann ich dir auch eine Alternative zeigen, wie auf den Face kommt. Ich jump einfach hinten rüber. Hier vorne? Ja, also nach der Kunde da. Ja, weil ich kann dir eine Alternative zeigen. Okay. Also, ich kann den Weg und bereiten und fertig. Na gut, ich nehme meinen Weg. Oder. Weißen wir jetzt nicht. Hä? Warum? Gibt's noch dein Punkt? Tja. Warte, was will ich jetzt sehen? Ich darf der Pascal erstmal stehen. Ach Leute, da sind doch die Verteidigung so lang. Zumindest eine. Und zwar kommt man ganz leicht einfach drauf, weil dieser Berg hier direkt reinführt. Achso, du jumpst dann. Ja. Ja, aber das war die Methode eigentlich sehr viel schneller, weil bis ich auf den Berg komme, bin ich hier schon gedreht und Geschwindigkeit und Tor rausgekommen. Hier ist ja halt immer das Risiko, dass man sterben könnte. Lol.
Nein. Nee, ich bin nicht tot, aber. Oh. Ich weiß nicht, wo mein Motorrad ist. Soll ich dich abholen? Nee, ich hab mein Motorrad. Okay. Ich kann jetzt erstmal umfahren, weil da glaube ich, muss mir den Weg freispringen und dann zurückgehen. So, jetzt sind die Sterben in Jets. Boing. Ja, schön hat schon. Ich hab einen. Wie schön. Lass mal gemeinsam starten. Wow, aber wir dürfen uns ja nicht abballern. Nee, nee. Also ich muss sagen, ich kann nicht Teamwork. Also wir können ja schauen, wer erster, wer zweiter ist. Lass mal auf jeden Fall, dass wir beide. Lass mal aufs Rollfeld rollen und dann in Formationsflug starten. Oh mein Gott. Das ist witzig, Alter. Also ich bin auf dem Rollfeld. Ja, ich bin angerollt. Wer du? Warte. Ich pack extra. Alter. Wenn du mich anrammst, stürmen wir beide. Ist doch genügend Platz, du musst nur noch ein bisschen gerade ziehen und dann. Ich interessiere mich nicht an den Schulchen. Das ist die normale Kanone. Kann nicht. Alter, füllt man dein Fahrwerk an. Ist das ein halbes Cent? Ja, jetzt. Boah, der Schiff ist jetzt viel schneller. Hui! Guck mal! Bist du nicht fliegt? Ja, nur. Nein, ich überhole dich einfach mal, während du Kopf überfliegst. Wo bin ich? Nun! Kann man eigentlich nur mit schießen? Kreise. Mit X. Alter, wieso? So, genau auf den Punkt zu fliegen. Da ist der Punkt! Oh oh, oh oh! Hab ihn. Nein, ich nicht. Was? Warum hab ich den Punkt nicht? Jetzt nicht. Cheat, cheat. Lass mal noch ein bisschen fliegen. Lol. Komm her, ich lande extra jetzt auf dem Strand. Ich respawn. Oh. Das war ja wunderschön von uns beiden. Lol. Wie wir beide einfach. Hä? Meiner dreht sich auf einmal so richtig komisch. Hä, wieso überlebt du das denn nicht? Hast du nicht überlebt? Ja. Oh! Alter! Nur weil ich da am Ende noch aufplatte. Warte mal bitte auf mich. Ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Ja, warte einfach mal bitte auf mich. Ich wette, es kommt ein Weitsprung vorbei. Es kommt ein Weitsprung, wie fest ist. Maga, was mache ich falsch? Siehst du, es kommt ein Weitsprung. Wo ist die Rampe? Oh. Alter. Oh, ich hab mal überlegt. Ja, easy. First try. Ja? Einfach mal. Ey, er hat noch zum Ende, zu seinem Tod einfach mal abgeschifft. Na guck mal. Ja, ich warte mal hier auf dich. Auf der Plattform. Ich genehmige hier erstmal, es ist kein Product Placement, weil ihr könnt es sehen. Monster. Energy. Scheiße, ich muss was nicht mischen. Wo ist die Rampe abgekommen? Vorsicht, doch. Wow, das könnte auch reich fahren. Alter! LOL! Wie du mal abgedriftet bist, ich sehe nicht. Aber wie ich da hingeblieben bin. Wieso liegt meine Geldbörse auf dem Boden? Was? Meine Geldbörse lag. Alter, du killst mich jetzt nicht. Ey! Ich will einfach nur gucken, wie du fliegst. Okay. Weil ich sehe dich doch. Ich mach auch nicht. Hä, bei dir hab ich noch mein Bein drauf. Scheiße, das Auto. Ja, ich musste dem Auto ausweichen. Warte, los, go. Weißt du, wie du das machst, dass du damit zielen kannst? Nur ganz leicht drücken. Nur ganz, ganz leicht. Die Feuertaste. R2, nur ganz, ganz leicht. Nicht sofort drauf drücken. Nein. Hä? Gedrückt halten, aber nur ganz, ganz leicht. Jo, ich komme. Oh, 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 oh. Nein! Hast du den Punkt? Nein! Lol. Ich bin zu kurz geflogen.
kannst den Punkt nicht entschießen. Ich weiß. Ich würde nicht mal einfach. Ich würde damit zurückfahren. Muss ich jetzt sowieso. Ich könnte ja weitermachen. Ich meine, aber also, mal kurz. Was ich das meine ist. Ist so. Ja. Einfach nur so richtig leicht. Müsste mal üben. Als wenn du beim Autofahren nur 5 km/h fahren willst. Ja. Nur so ganz, ganz leicht. Wenn du dann voller durchdrückst, dann erst sagt er, okay, ich schieße jetzt. Oh, oh. Maga, schon wieder zu kurz. Was soll denn der Scheiß? Ich beobachte dich jetzt wieder. Ja, ja. Ich brauche eine schöne Position. Ja, ich komme jetzt schon. Bitte wieder ab. Ja, vor allem, ich habe wieder mein Bein raus. Und er nimmt die Rampe. Und? Alter, das ist viel zu kurz. Alter, warum hast du erstmal nicht die Mini-Technik in der Luft und. Mach ich die... doch. Nein. Ich muss doch so einfach nur bleiben. Du musst wippen. So. Damit du weiterfliegst. Ja, sag mir das doch auch von Anfang an. Ich dachte, ich muss einfach nur um 50 Grad. Wie war das denn vorhin? Da musstest du es genauso machen bei dem Punkt, wo wir ja gecheatet haben. Ja, aber da habe ich auch einfach nur nach hinten. So, nach hinten und dann leicht wippen. Ja, wird wieder nicht. Ja, weil du auch zu spät gewippt hast. Und du musst auch zuerst und du musst auch stärker nach hinten ziehen. Du musst quasi auf dem Rücken sein und dann wippen. Verstehen Sie? Ja. Verstehen Sie? Oh ja. Yeah. Dann ist der Bein wieder draußen. Der Bein ist wieder draußen. Viel zu spät. Viel zu spät. Ernsthaft? Ja. Jetzt kann das nicht. Naja, jetzt muss ich auch auf deinem Fernseher schauen. Soll ich den noch ein bisschen dunkeln? Nee, geht. Aber jetzt muss ich dem hier sogar helfen, obwohl er, wenn man alle Folgen betrachtet, mehr Level Asians gewonnen hat. Ach so! Ja, das wäre zu kurz. Aber so musst du es machen. Alter, was für ein Brettel-Controller so? Alter, what the fuck, was hast du hier eingestellt? 5. Wie 5? Ja, die Vibrations. Ernsthaft, ich habe keine Vibration. Warum nicht? Warum ist das doch geil, so ein Taschenvibrator. Yes. Oder so ein Handvibrator, das ist manchmal eine richtig schöne Massage. Okay. Nein, ich hab mich überdreht! Es gibt's nicht! Alter, wie das mit dem Motorrad so. Ja. Alter, wie das aber auch bei dir vibriert, Mann. Alter. Ja, da gibt's so einiges, mein Lieber. Nee. Ich es auch gerne gefistet zu werden. Oh, nee. Aber meine Hose liebt es, gefischt zu werden. Das war gestorben. So. So geht das. Merkt ihr diese Technik? Ernsthaft? Merkt ihr diese Technik? Ja, dann muss ich. Jetzt ist mein Motorrad nicht gestorben. Merkt mich doch. Fahr mit mir. Ich habe ein Magazin. Nein. Guck mal, ich bin erstmal noch irgendwie voll GG. Weil wir müssen dieses Konzentrationsding hier nicht machen. Oh, wie tut der einfach so? Das wäre ein kleiner Nieser. Ich hab's auf beiden Fernseher gesehen. Warte, wo geht's hin? Hä? Ach, oben? Hä? Ach, da. Einfach drunter. Nee. Nein. Jetzt dürfen wir ganz den Zentrum-Ding nicht sagen. Ja, du bist umgekehrt. Ich bin noch richtig dick. Ja. Wo denn? Das sind Leiter. Ja, ja, ja. LOL. Außerdem manche Treppen. Ja. Wie soll man denn da hochkommen? Wo? Warte mal. Da ist was. LOL? Wo? Warte mal. Ja, auf dieses Gebäude? Wie soll man da hochkommen? Warte mal, ich versuch mal was. Wann haben wir noch nicht? Hä, wie? Ich hab's richtig, glaube ich. Die glaube es. Hä, da ist eine riesen Lücke dazwischen, da kommt's nicht hin. Klar, ich fahr erstmal den Imbissstand und box in der Luft da rein um. So, jetzt hab ich Hunger. Oh.
Was? Wie bist du mal rausgekommen? Tja, aber ich war nur bei den Zuschauern, ich wusste das. Aber du bist gegen die Kisten gefahren. Ja. Nein. Alter, guck dir an, wie ich beim Motorgang gefragt habe. Ja, Randel. Und das alles. Nein! Doch. Doch, ich hab den Punkt. Oh, und ich wollte gerade sagen, und alles fürs 2 und Tempo nicht runtergefallen. Sonst kann bekommst du nicht hin. Ich meine, ich bin irgendwie gerade gässig. Nein, ich will nicht gässig sein, sorry. Mach mal. So, wie geht's denn jetzt Guck mal, hier ist ein Hotdog schon. Ich möchte gerne Hotdog. Machen wir noch mal. Ja, ich knall dann einfach nur gegen. Soll ich jetzt auch noch machen? Nein. Ich finde meinen eigenen Weg da drauf, ne? Sonst kannst du es auch nicht cheaten und willst dir mal. Könnte ich eigentlich gerade besuchen. Und dann fahre ich gegen die Wand. Ja, und ich fahre gegen die Ventilationsschacht. Zum Beispiel könntest du da hochklettern. Ja, aber ich muss jetzt auf echt spektakuläre Weise. Jetzt kommt's. Welche bist du nicht am Windflöten? Boah, sorry. Alter. Alter, ich rühr's erstmal voll ab. Hallo? Hallo, guter. Ja klar, als ob das so massiv ist. Als ob ich das jetzt nicht. Da kann man nicht durch. Das ist nicht so. Karambolage. Lol. Pascal, komm mal her. Schnauze. Pascal, ich will dir nur helfen. Aber ich bin jetzt schon mal Opfer auf der Bar. Du schaffst das mit Sicherheit nicht von da. Nein? Ich wette mit dir um 1 Euro. Ich weiß ganz genau, dass dieser Euro für sonst wie bekannt. Freue ich doch, wenn du noch 1 Euro dazu bekommst. Dann hast du 17 Euro. Nee, 16. Nee, 17. Ja, 17 soll ja sogar richtig werden. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich das auch mal hier da hin. So. Oh nö, ich bin falsch gefahren. Oder? Nee, ist gut. Jetzt wäre das nicht, wenn die Achterbahn aktiviert wird. Stimmt, aber ich mach weiter, ich will das jetzt hier. Lol. Jump! Easy. Lol, lol, was jetzt? Lol. Was meinst du, ob ich das nein! Kommst du es hin? Nein! Ich komm aus den Schienen nicht mehr raus, Leute. Scheiße, ich komm aus den Schienen nicht mehr raus. Ja. Oder, warte. Ja, ich komme ohne Scheiß nicht mehr aus dem Schienen raus. Ey, was soll denn das Scheiß? Nein! Alter! Ernsthaft! Ja, toll, jetzt knall ich aus dem Schienen raus, ne? Ich empfehle dir die Kisten. Warte, dann muss ich jetzt hier. Oder kletter hoch, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Oder ich bringe dir sonst gerne einen Wagen vorbei. Wenn ich hier auch bei einem Punkt bin, wo ich mich frage, wow. Beziehungsweise. Alter, nach vorne, nach vorne! Ja! So. Ja, das ist ja ganz klar, was mit den Kisten zu tun. Lol? Jetzt. Och, jetzt muss ich hier so schmale Treppen hochfahren, ist klar. Du warst schon mal gut im Level Asian, da hast du mich sogar geschlagen. Was ist denn los mit dir? Ich bin müde. Lol, jetzt. Nein. Oh. Ich geh da jetzt los. Sorry, passt keiner weiter. Ja, kann nicht. Das mach ich gleich auch. Mit dem Motorrad da. Komm, kletter hoch. Ich kann dieses Elend nicht weiter mit anziehen. Halt die Frische. Da darfst du mich doch nicht beschweren, falls du das aber nicht so fand. Obwohl, okay, ich würde mich einfach. Das ist jetzt wieder pumpen. Ja, nee, ist klar.
Kamin soll man damit nicht reden. Ja, da wäre man hier runtergefahren. Boah, Alter, ich glaube, da hat so eine Scheiße. Ja, macht das auch. Nicht nur ein Pinsel durch. Ja, zum Beispiel da geht das bei den Ohren. Bist du? Und jetzt kommt nur noch ein Weitsprung und mit den Bänken, dann bist du auch schon fest mit dabei. Ach ja, und die Leute. Leute, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Du musst erstmal, lol. Ernsthaft? Ich muss sogar jetzt hier so einen Sprung machen. Das ist ja mal ätzend. Jetzt kommt der Weitsprung. Ja. Nein! Nicht geblieben, oder? Ja, ich hab die Rampe scheiße erwischt. Ich muss hier irgendwie einen Weitsprung machen. Mir sind jetzt auch einfach diese Fahrten in den Autos. So, easy. Ist das easy? What the? Alter, ich mache hier gerade so geile Sprünge über Häuser. Und ich verkack diesen einen Weitsprung. So, hier ist eine Bank. Okay, lol. Aber ich hasse diese Banksprünge. Da kommt gleich eine. Lol, sag nicht, ich komme jetzt nicht rüber. Ja! Punkt bekommen. Easy. Einfach easy. Was bist du denn da gefahren? Einmal im Kreis herum. Jetzt kommt der Biberputze nach unserem Kreis herum. Soll ich da hochkommen? Da ist eine Bank rechts. Und da musst du auf dieses Zwischendach landen. Wenn du oben wärst, dann ist es sonst auch erlaubt, wenn du da gegangen bist, bist du weiter. Die Zuschauer müssen ja den Skill bei mir sehen. Lol, ich komme ja von der Kuh. Ich guck bei dir drum, du fahrst voll in die Bahn. So easy. Yes. Ja. First try. Ja? Wie soll ich ihn. Okay, jetzt. Guck mal, jetzt muss ich. Guck mal, boah, dieses schmalen Treppenlauf hier raus. Also, das. Ja, kannst machen. Das hier finde ich gerade mega geil. Hier ist so ein Hausparcours einfach. Hier muss ich Häuser lang fahren. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ich glaube. Ich muss nur gucken, dass du den Punkt hast. Ich glaube, ich muss das hier so schräg nehmen. Yes! Oh, das war knapp. Ja, genau! Das ist never möglich. Das ist never fucking möglich. Was? Schau dir das an. Mit diesem Anschwung ist das never möglich. Nee. Never mit dem Anschwung, den ich da oben habe. Da musst du jetzt einen Weitsprung nach rechts machen. Ich greife erstmal dagegen diese Wand. Gegen den Schornstein. Aber ich habe einen Backflip gemacht. Das stimmt. Aber wie meine Hände schützen sind hier. Meine Hände sind ein bisschen so. Alter, das Ding ist, da ist ja sogar noch ein Container, dass man darauf kommt. Aber mit dem Anschwung. Nee. Das ist never possible, meiner Meinung nach. Das ist never possible. Alter, wenn du den First Try machst, dann verstehe ich die Welt nicht. Schau mal, wo bist du überhaupt jetzt? Ah ja, das. No. Hast du das gesehen? Ja. Ey, das gibt's nicht. Aber ich hab den Punkt. Geh doch, ich kann auch eben die Zuschauer.
Und du bist dann nicht über die Alter. Fuck you. Ja, fick dich doch ins Knie. Ich kann das nochmal. Ey, aber du musst nur ein bisschen Anschwung holen. Das kriegst du von dahin. Du. Solltest aber auch aufpassen. Sehr witzig, Anne, wirklich sehr. Ja, wo bin ich? Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ja, wie. Ach lol, jetzt soll man da auch noch diesen kleinen Platz fahren. Hey, den Punkt kannst du von da eigentlich aus kriegen, wenn du einfach nur dagegen fährst, oder? Ja, oder so. Ja. Aber jetzt bist du schon fast wieder bei mir. Du bist nur zwei Punkte hinter mir. Wie zu viel soll man da rüberkommen? Indem du. Oh. Erstmal da. Wir sehen ja. Also den Punkt bekomme ich nicht. Wer weiß, vielleicht müssen wir sogar nochmal ein. Ein Jet holen, meinst du? Ja. Alter, jetzt zum Aufruf, ich renne nicht zu stark. So witzig, du bist das nicht. Pass auf, ich mach nur mal so. Das Karl, warte, ein bisschen drüben. Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Entschuldigung, liebe Leute, aber. Das sind halt die meisten. Ja, ja. Und Tür, wenn du rauskommst, nichts machen. So. Das heißt, ich entscheide euch ein bisschen alleine. Den Pascal, natürlich sage ich jetzt nicht hier seinen Namen, der im GTA heißt, er will das ja nicht. Er will es ja einfach. Aber ich frage mich immer noch, wo kommt man? Okay, man kann es schaffen. Das war gerade mein bester Versuch. Okay, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Pass auf, ich fahre jetzt mal zu Pascal. Nein, 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 bitte stehen. Warte, sehe ich nicht aus dem Bildschirm? Ah, da ist er. Hallo. Hallo, Pascal. Hallo, Pascal. Doppelt gesagt. Hallo, Pascal. Guck mal, ein Geschenk für dich. Ich bring dich nicht um, aber hier ein Geschenk für dich. Wieso sind die bei dir pink? Kommt das durch die Knarre? Knapp neben dir. Guck mal, Pascal, jetzt musst du da. Jetzt musst du hier hin. Ach, du bist so schlecht, weißt du das? Ich habe einfach nur mit meinem Mund angefangen. Im Übrigen, ich hatte gerade eben den besten Try, aber ich habe wirklich die Karte gewusst. Alter, kannst du dich mal ein bisschen konzentrieren? Was ist gerade mit dir los, Junge? Ich sag doch, ich bin müde, ich brauch noch einen zweiten Energy. Soll ich dir noch einen holen? Wäre die von mir, ja. Aber ich glaube nicht, dass das was so. Welchen möchtest du? Weiß oder orange? Weil das sind die einzigen, die kalt bestellt sind. Ich trinke auch warm. Aber. Ja, außer du sagst, du möchtest einen kalten, deswegen frage ich nur. Nee, dann nehme ich einen weißen. Okay. Dann kann euch Pascal mal nur konzentrieren. Nö. Oh. Und den nächsten Checkpoint. Wie sind die jetzt hin? Ich muss jetzt auch keinen Kinder machen. Oder Dächer, Parcours, what else? Okay, erstmal hier rüber. Ich empfehle dir, du musst jetzt noch die anderen beiden Dächer auf der gleichen Seite, und wenn du auf dem anderen bist, auf dem schrägen, den du da siehst. Nicht da, da, gerade. Wenn du da bist, da will ich mich. Ne? Genau. Da ist nämlich auf der anderen Seite, aber da musst du. Langsam runter. Hier ist der lange Schienstrieb und mach nicht mal was Gutes in deinem Leben hier in GTA. Was ein Vater jetzt mit Flugkaraffen? Lol. Okay, Flugkaraffen. Weil die sind gleichzeitig runtergefüllt. Glaube ich. Ich weiß es nicht.
Das Kerl ist einfach blöd, er weiß es nicht. Okay. Spaß. Weiß ich doch. Ach lol, 225 an. Jetzt hast du auch gehört, was für Mechaniker bezahlen und ich will wissen. So. Jetzt einfach. Ach du Scheiße. Guck mal, ich zeig's dir mal eben. Du musst. Ah, ich will nicht dich anwesend. Guck mal, du musst dahin. Und dich genau auf dieser Ebene positionieren oder so. Ich hab's anders gemacht. So, und jetzt mach das mal fest, weil. Ernsthaft. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit. Aber geh mir auch bitte aus dem Weg. Ich hatte eben einen richtig guten Try. Aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist richtig schwer. Weil ich finde, man hat nicht genügend Anschwung, um das zu schaffen. Vielleicht hätte ich die 5-8-Technik machen sollen, als ich da fast auf den Container runterhing. Ich war sogar noch näher dran, ich habe den Container sogar geknutscht. Kennst du mich doch nicht, was alles? Was? Was? Also, was, ich mach das jetzt anders? Ah! Wie, du machst das anders? Du kannst das bestimmt nicht anders machen, du kannst da nicht anders hin. Nein, nein, aber so verleihe ich mir ja nur ein bisschen Anlauf. Also hoffe ich jetzt nicht. Na, so nicht. Ja. Ganz, ganz. Okay, ist aber gar nicht, keine Schrifte. Das wird jetzt schneller gehen. Das wird vielleicht keine Schrift. Nein, nicht runterfallen, nein! Oh, dieser Schornstein gerade, ne? Geil. Ne, vergiss es da. Du kommst an der Kante an, auf jedem Weg kommst du an der Kante an und dadurch verlierst du deine Geschwindigkeit, wie das ist. Hättest du das jetzt richtig gemacht am Ende? Ja, hätte ich das nur richtig gemacht, dann hätte ich es vielleicht sogar geschafft. Ah, das war gerade ärgerlich. Das war gar nicht so schlecht. Ich versuch's nochmal. Ernsthaft, ich versuch's nochmal, du auch? Ja. Also, das war eigentlich keine schlechte Idee mal von dir. Hey, für solche Ideen bin ich halt da. Oh, ich mach ein Dach gleich. Ich weiß nicht, was ich mache. Das ist nicht. Du, ich hab gerade auf diesem Mittelstreifen habe ich einfach mal Dachqualm gemacht. Ja, siehst du, sag ich doch. Yes. Komm doch darauf. Was habe ich dir gesagt? Und dann mache ich es auch gleich. Bin mal gespannt, ob du es auch schaffst. Von welcher Seite hast du das gemacht? Ich habe es jetzt von der linken. Mit oder ohne Querdach? Ohne Querdach. Ich war da fast ganz oben und hab dann Video natürlich gemacht, um rüberzukommen. Mhm. Und also hier dann, und dann. Genau. Und da musst du natürlich auch nochmal Video ziehen, wenn du hinten die ja, Mauer mit ja. ist, weil da musst du ja auch Video machen. Ja, klar. Ich bin. Alter, was ist denn jetzt gerade los? Aber war eine geile Idee von mir. Das stimmt. Ja, man muss ja mehr Anschwung holen und das war ja die einzige Möglichkeit. Alter, ich grinde da einfach nur noch auf den Dachkanten rum. Deswegen falle ich da ständig runter. Alter, was ist denn jetzt gerade hier los? Zur Hölle. Ich bin gerade frustriert. Ich bin gerade abrasiert. Was? Warum versuche ich es eigentlich nach links, wenn ich auch geradeaus auf das Dach fliegen kann? Warum bin ich also nur jetzt, ne? Genau. Und dann jetzt. Wie? Du sollst dich auch wie machen. Hab ich. Hab ich. Das ist nicht stark genug. Ja. Nein, 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 nein. Oh, noch etwas. Das war knapp. Alter. Darauf ein Schluck Monster. Ey, ich zieh Wheelie und der macht einfach kein Wheelie. Pascal, das nennt man Skill. Was? 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 Ich hab gesagt, das nennt man Skill. Du hast Skill bei COD und oh. Nicht hier. Da habe ich gerade nicht. Ich glaube, jetzt blühe ich vielleicht mal wieder bei Level 9. Ich hab einfach mal. Never. Wie soll ich da hochkommen?
Ja, auf der linken Seite oder irgendwie. Ich sag nicht, hier ist irgendwas, womit ich bekommen kann. Irgendwas. Versuchen wir gleich mit einer Bank. Schön zu weit. Ja, wie soll ich den Punkt bekommen? Ahnung. Bin ich immer noch in diesem Dach drin. Es war meine Idee und ich kann sie nicht umsetzen. Lol. Wir gehen schwimmen. Also wie ist drin da? Hast du noch die Sachen gekriegt? Du machst ja. Und dann machst du FKK. Ja, FKK. Haben wir gar nicht letztens drüber gesprochen? Hörst du dich noch? Ja, ich hab ja, jetzt hast du es auch. Wenn, auch wenn du vom Motorrad gefallen bist. Ja, ich scheiß drauf, ich hab auch erst ein Stück müssen. Nee. Ich wollte eigentlich so ein bisschen versuchen, die Wand lang. Nicht da lang, geradeaus. Mit Anschwung. Von da aus kannst du es auch schaffen, aber ich fand die andere Methode viel besser. Ja. Alter, wie soll ich da hochkommen? Ich wette mit dir links im Park ist eine Rampe. Also hier sind auch Leitern, also warum sage ich immer Leiter, das sind zu Ketten. So, LOL. Sagen wir bei den Leitern, nee, LOL. Ah, der Punkt ist ja hier unten. Ich bin ja gleich mit Eisen. Oh. Jetzt wirst du auch bei mir so gehen. Ich weiß nicht, wie es dieses Punkt bekommen, so langsam. Gehen wir zur anderen Seite. Und hier. Ich weiß nicht, wie man den Punkt bekommen soll. Also wenn man hier eine genügend Geschwindigkeit drauf ist, sondern dann, selbst dann klappt das nicht. Ja. Weil das würde ja so gerade rüber gehen. Stimmt. Ich muss bei dem Punkt das klappt. Ich will zur anderen Seite mal. Also, wenn man die Mauer suchen, bekommt er dann drauf. Alter, lol. Also, Pascal, wir sind bei fast einer Stunde. In einer Stunde gespielt ist, dass wir gerne einen Hashtag verwenden. Oder irgendwas, was sonst die Community gerne reinschreiben soll, wenn sie noch da ist. Mit uns mit Fieber. Vielleicht bist du da. Was mache ich da gerade? Vergrat. Warte mal, dann kann man mit Motorrad fahren. Ja, ich will da auch rein. Mit der guten Tag. Ja, alles klar. Kann ich dich denn aktuell gefühlt? Ja, sie ist ja. Du musst einfach aus dem Raum. Ja, ich bin's. Ich muss ein bisschen mehr dazu. Besser für die Leute. Ja. So, ja. Ching-ching. Ja. Und du kannst ja gucken, wie ob sich das lohnt, dann muss ich ja nicht aufwärts. Ja. Ich warte einfach mal. Ich schau mal auf den Monitor und genehmige mir einfach gerne nochmal einen Schub. Kann man noch hören? Ja, da geht's noch ein höher, Mann. So. Zack, 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 zack und aus. So, man kommt da hoch. Von da aus kommt. Nee. Von da aus kommt man nicht hin. Wow! Okay, wie soll man den Punkt bekommen? Wir müssen. Sag mal, das sind. Feste, ja. So kommt man hier nicht hin. Ja. Hm? Wie soll man den Punkt bekommen? Also ich hätte vielleicht noch eine Möglichkeit, aber. Nee, aber dann wäre ich hier auch auf dem Dach. Hm. Stimmt, weil ich wollte gerade hier diese Dinger hochfahren. Da kommt man auf was. Also ich bin dafür, einen Jet zu holen. Ich hab eine Leiter. Ja? Lol. Warte, warte, wo? Oh. Oh, Mann, das ist ein Kacklos mit dir. Ich warte unten an der Leitung. Ja, ich komm da hin. Dann schieben wir uns das einfach zusammen. Über den Zaun kommst du mit mir. Komm ich. Okay. Auch wenn ich hingefallen bin, aber ich bin drüben. Das ist die Hauptsache. Okay, ich sag dir zu. Sicher, aber das was hab ich hier dann auf der Rücke? Ja. Das sieht genau auf das Dach, wo man raus soll.
Dichte? Ja. GG. Einfach mal wieder so eine scheiße mit Leiter. Hm. Ich wollte gerade wieder Treppe sein. Warum verwechsel ich Treppe mit Leiter an Power? Lol. Ey, dein Ernst. So habe ich dann am Motorrad und muss ich oh Mann, ich bin sogar falsch gefahren. Lol, ich reiß das nicht an. Hä? Hat ja alles gut? Ja, ich merke. Hä? Wo muss ich jetzt wieder hin? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Mir sind hier Elemente angezeigt, aber das ist der nächste Punkt. Ich muss erstmal. Ja, wo muss ich denn jetzt? Hä, wir müssen zurück? Ja, das sehe ich auch gerade, aber warte, ich schaue erstmal auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Lol? Ernsthaft? Oh, guck mal, hier steht sogar auch noch ein Motorrad. Ich hab grad einen Passanten umgemietet, weil er mir das Motorrad macht. Ja, was ist das denn jetzt? Warum muss man jetzt was immer wieder zurückfahren? Also, da muss ich sagen, ist es vom Hersteller ein bisschen komisch gemacht. Verwirrend. Ja. Wie schon mal machen. Wieso, was war denn gut für? Die haben die? Ach so, ja, okay, das ist ein Troll, also so ist es jetzt nicht, aber ja. Das hier finde ich schon ein bisschen komisch, dass man jetzt. Ich finde dieses Zeichen irgendwie voll, dieses Vollzeichen dann im Haus, ne? Finde ich irgendwie voll auf GTA 5 gemacht. Also auf das Design. Ich könnte mal auf das Vollzeichen verstehen. Jet? Shit. Ach shit, ich hab Jet. Und ich seh, Alter. Hey, da waren wir doch schon. Hä? Ach ja, ja. Da hattest du doch Probleme und ich hab dir den Punkt. Ja, ich seh's nicht. Und soll ich dir sagen, was das Blöde ist, Pascal? Wenn wir jetzt im Wasser versinken sollten bei diesem Punkt, weißt du, was dann ist? Dann müssten wir wieder die ganze Strecke fahren. Hast du den schon? Ja. Lol, ich kann mich wieder genau erinnern. GG. Ich sollte auch einfach mal genauer gucken. Ne? Ist ja nicht so, dass man hier noch viel flacher ist. Wirklich langsam und ich will den Alter, ich knall einfach von meinem Motor. Was ist gerade dein Problem? Ich hab keine Ahnung. Aber ich habe den Punkt, also kann ich jetzt auch schön gemütlich links bauen. Oh, das Ding ist, und wenn wir jetzt, wenn ich da jetzt im Wasser verrecken sollte, muss ich die ganze Strecke wieder fahren. Das ist über Strecke fahren oder über? Nee, über Straße, ne? Oh, und jetzt muss ich hier drauf. Oh nee. Auf die Dinger, ne? Ich hasse diese Elemente. Nein! Es ist nicht euer Ernst. Mann. Ist ja ganz schön schlimm, aber ich bin ja auch kein Arsch. Warum ist der weitergefahren? Ich hab gebremst. Ich habe gebremst. Nachwirkung. Die Bremse zieht ja nicht sofort. Scheiße, jetzt muss ich wieder dahin fahren. Lol. Einmal schaue ich zu dir und dann gleich fast hingefallen. Wow. Das ist ja das. Ja, wie komme ich da. Oh, Alter, dieses. Maga. Ernsthaft jetzt? Dieses scheiß Zickzack-Fahren da rum. Boah, diese Zickzack-Fahren. Bist du dick? Ja, dein, das ist dein Ding, genau, was ist dein Ding? Maga. Und ich weiß jetzt, hier mal rum. Wenn ich hier mal rum. Ich bin auf Platz 1, hey. Guck mal, hallo, Pascal. Ich hab dich sogar eingeholt, damit ich einen Fußband habe. Ja. Eben, das ist auch gerne zuerst versuchen. Ich mach's nicht. Ja, das war so klar. Ich mach's nicht zuerst, ich hab's eben schon gemacht. Viel Spaß. Ernsthaft, wenn du jetzt verkacken solltest. Ich würde dir empfehlen, ja, ich sehe, ich weiß. Genau hier die Ecke. Aber warte, ich fahre. Jalla. Ja. So. Also. Du kannst einfach durchdonnern, da kommt es noch auf. Geil, danke, Pascal. Nein! Ist das euer Ernst? Du schwimmst! Ernsthaft? Ja, komm, lass einfach beide da hinschwimmen. Alter. Ich weiß nicht, ob das mit mir überhaupt.
Tja, also wir Pascal, Alter, was du da? Also wir wissen, theoretisch wissen wir, wie man das hinbekommt. Okay. Das ist ein kleiner Pisser, dass du mich hier runtergeschubst hast. Hab ich dich runtergeschubst? Ja! Ey, seid ruhig, ich bin auch in der Mitte gefallen. Na halt. Was? Nein, ich muss anvisieren, damit der nicht sprintet. Hm. Kennst du den Trick nicht? Hm. Wie viele Punkte noch? Da ist das Ziel. Nein. Oh Mann, ist das euer Scheiß ernst und du schubst mich runter. Und das wäre ein Ziel. Ist das noch mit einer Rampe verbunden oder wie ist das jetzt? Ich will erster werden. Deswegen muss ich es machen. Kann ich halt mein Turbo nicht in meinem Zinnitz einbauen, oder? Ja, kack. Tschüss. Ja, komm, ich laufe ihn. Aber ich muss auch sagen, auch wenn wir beide es natürlich gemeinsam geschafft haben, aber ein bisschen verdient. Der Midnight-Pfer. Lol, was ist das denn für eine Trophäe, der Midnight-Pfer? Mhm. Muss ich gleich mal nachschauen. Interessiert mich, um ehrlich zu sein. 15 Japaner-Punkte, 11.000. 7.000. Ja, meine lieben Freunde, das war eine schöne, lange Levelation. Falls ihr mehrere sehen wollt, schreibt unten in die Kommentare. Ja, oder gebt einfach einen Daumen nach oben. Und schreibt dann auch unten in die Kommentare, ob ihr die gekürzt haben wollt oder ungeschnitten. Ja, also mir gefällt die Map. Anfang, Abfahrt, Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.